Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen heute ein bisschen weiter mit dem Bauen. Ich muss mal ganz kurz noch etwas Inventarplatz schaffen. Ich wollte es eigentlich vorher schon machen, aber ich habe gerade echt Zeitdruck. Sonst komme ich zu spät auf Arbeit und das geht auch nicht. Deswegen machen wir das jetzt mal so ein bisschen nebenbei. So, also mir gefällt das echt sehr, sehr gut. Mikrofon steht nicht richtig, jetzt aber. Mit den Fackeln hier oben. Ich würde das ganz gern mit euch noch weiterbauen. Ein bisschen Steinplatten hatte ich noch weiter gemacht, weil wir hatten noch etwas Stein in der Kiste. Da hatte ich nicht dran gedacht. Aber da bin ich etwas weitergekommen. So, wir brauchen Holz. Wir brauchen Harz. Da können wir gleich mal noch ein bisschen mehr einstecken. Wo haben wir Harz? Bin ich blind? Ach, hier drüben. Mensch, Entschuldigung. So, nee, nicht hier. So, da ein bisschen mehr. Und vor allem Kupfer. Wie viel können wir mitnehmen? Wieder viel zu wenig. Nicht 12 abgeben. Was mache ich denn heute? So. Lasst mal gucken, aber müsste passen, ne? Ja gut, die Schmiede noch, okay. Das sehe ich ein. Ja, also sieht schon mega geil aus. Wir müssen dann immer sehr, sehr viel Harz nachfüllen, aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Kommen wir hier noch hin? Macht die Schmiede das noch mit? Ja. Zack. Mal gucken, ob wir das Ding noch hinkriegen. Nee, hier wird's knapp. Müssten wir dann hier setzen. Ich bin hier drüben noch am Überlegen. Es ging nicht ganz auf. Wir haben ja, wie ihr seht, einen so einen Balken mehr drin. Es ging aber ansonsten nicht auf. Die Sache ist, dass die halt auch von den Abständen nicht immer gleich stehen. Das heißt, ich hätte locker 10 Felder verlängern müssen, damit das am Ende irgendwie aufgeht. Also 10 Reihen von unserer ganzen Basis, da hatte ich dann auch keine Lust. Ich bin ja noch am Überlegen. Vielleicht ziehen wir hier das Ding einfach ein bisschen eckig, dass wir hier an den Ecken eine größere Plattform haben. Ich hatte ja auch schon überlegt, ob wir hier noch eine Erhöhung bauen. Bin aber noch nicht so ganz sicher, wie man das am besten umsetzt, wie es halt auch schön aussieht. Aber vielleicht erweitern wir das hier einfach noch um so ein Feld. Wir hier an der Ecke halt ein bisschen mehr Platz haben. Wird, denke ich mal, auch nicht so schlimm aussehen, wenn das hier noch so lang geht und dann hätten wir zumindest den Balken hier weg. Ich meine, wenn er so bleibt, dann ist jetzt auch kein Weltuntergang. Aber ein bisschen schöner wäre es wahrscheinlich schon. So, haben wir jetzt alles aufgenommen? Natürlich nicht. Wir brauchen eine Schmiede. Schmiede, Freude, Eierkuchen. Und dann wieder Fackel. Ich lasse das jetzt erstmal frei, weil da möchte ich dann erstmal gucken, wie wir das am besten lösen. Ah, und ich habe mal noch die restlichen Holzplatten gesetzt. Dass die überall dran sind, außer natürlich hier. Hier habe ich es vergessen. Aber auf der Längsseite hier drüben. Moment, die ist ein bisschen zu tief. Wir sind schon wieder out of Kupfer. Ah, ich glaube immer noch ein Stück tiefer, aber okay. Können die gleich mal noch setzen hier. Zack, zack. Ja, das wäre mir schon ganz lieb. Einerseits finde ich, sieht jetzt nicht so schlimm aus. Und andererseits macht sich das halt echt praktisch. Wenn irgendwo ein Angriff kommt, wir können gleich hochspringen. Ich finde es jetzt vom Style her nicht so schlimm. So, wir hätten gleich mal nach Harz reinpacken können. Komm, wir machen das noch schnell, dann holen wir noch etwas. Ach nee, ist ja schon drin. Ich bin verwirrt heute. Tut mir leid, es ist 6.38 Uhr. Da darf man das manchmal ein bisschen sein. Also noch ein bisschen Kupfer geschnappt. Dann machen wir noch die restlichen Leuchter fertig. Wie viel kriegen wir jetzt noch weg? Ah, das war klar. So geht's. Können halt immer nur 4 Stück bauen oder so. 4, 5. Dann ist schon wieder fast Schluss oder 6 vielleicht noch. Ja, und dann mal schauen, wenn wir dann hiermit fertig sind. Wir gleich zum Knochenwanst machen. Oder ob wir noch irgendwas anderes Schönes bauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und ich bin tatsächlich auch immer noch der Meinung, dass man den Radius von der Schmiede, Werkbank und so weiter echt ein bisschen erhöhen müsste. Ist immer so ein kleiner Radius, in dem man dann bauen kann. Ich meine, ich kann mir hier auch nicht 30 Schmieden hinstellen aufs Grundstück, nur damit ich überall bauen kann.
Aber damit müssen wir halt leben. Wir haben es uns mit dem Teleportieren schon einfach gemacht. Dafür suche ich jetzt keinen Mod mehr raus. Wir haben da wirklich schon genügend entgegengewirkt. So. Weil, wie immer, schlechtes Wetter. Aber ich finde, das macht echt was her mit den Fackeln. Freut mich, dass wir das umgesetzt haben. Dann kriegen wir denn das so? Wir haben mehr Holz weg. So können wir auch mehr Kupfer mitnehmen. Macht Sinn. Ach, und da haben wir auch noch. Wir hatten ja noch 17 Kupfer in der Truhe, die wir noch geschmolzen haben. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. So, die Portale drehen wir auch gleich mal alle noch um, dass die zur richtigen Seite schauen. Das eine, was wir da vorne haben, irgendwie das Gefühl, ich komme immer tiefer mit den Fackeln. Kann das sein? Das kann durchaus sein. Es fehlt uns Holz. Na super. Nehmen wir wieder ein kleines Stückchen höher bauen. Die drüben aber so extrem hoch. Na gut. Die noch ein kleines Stückchen runter und dann machen wir auf der Höhe ungefähr weiter. Wir müssen das oder ich muss das irgendwann vielleicht nochmal ein bisschen besser bearbeiten. Die ist, glaube ich, immer noch zu hoch. Ja, das kriegen wir schon nach hin. Ja, die Portale rumdrehen. Das Portal, was hier vorne steht, können wir dann auch mal noch mit hier hinten hinbauen. Ach, und schaut mal, wenn es dann regnet mit den Reflektionen. Sieht schon cool aus. Und da es fast jeden Tag regnet im Spiel, werden wir das des Öfteren bewundern können. Jetzt gar kein Holz aufgenommen. Wie viel Kupfer haben wir noch? 10 Stück, also können wir noch 5 bauen? Ja, dann kriegen wir das auf jeden Fall die Folge hin. Gucken, wie weit die Schmiede noch reicht. Das war es nämlich schon. Find's nur komisch, dass das manchmal hier so in den Stein reingeht. Das gefällt mir nicht so gut. Weiß aber auch noch nicht, wie ich es am besten beheben könnte. Lauf schneller! So, dann müsste es ja reichen. Wir das für die restlichen hinkriegen. Zack. Eins hier. Da noch eins. Ah, 2 Kupfer, verdammt. Aber hier vorne liegt ja zum Glück gleich welches. Und auch gut, dass es Kupfer ist, dass wir nicht erst Bronze schmelzen müssen. Bin ich echt froh rüber. Das sieht mega geil aus. Einmal noch hier. Einmal noch da. Dann haben wir auf jeden Fall die Seite fertig. Die in der Mitte auch. Nicht ganz, wir müssen noch rüber. Dann brauchen wir jetzt aber nochmal die Schmiede. Ach, wir haben ja auch noch Stein. Okay, wir drehen jetzt erstmal kurz die Portale. Lasst mich mal schauen. Das heißt Händler. Bitte richtig rum. So. Und auch gleich umbenennen, dass wir hier nicht wieder in Namensfindungsschwierigkeiten kommen. Nein, jetzt habe ich nicht geguckt. Ach, ich bin manchmal ein Vollidiot. Jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir hier noch? Wir haben Knochenmann. Wir haben Basis. Dann müsste das ABC gewesen sein, richtig? ABC waren ja, glaube ich, die Ebenen. Ja, haut hin. Knochenmann. Du kommst auch nochmal hier hin. Und das hier drüben passt ja schon. Dann lasst uns noch schnell das von hier vorne mit hinterbauen. Dann können wir mal schauen mit dem Stein, was wir noch haben, dass wir die restlichen Steinplatten hinten machen. Dann haben wir das endlich alles abgeschlossen nach der Folge. Wie hieß denn das jetzt? Schlange hieß das. Müsste es geheißen haben. Haut hin. Perfekt. Dann haben wir auch das. Dann lasst uns mal das Steinzeugs hier schnappen. Kriege ich noch einen Zweck? Nee, das wird zu knapp. Dann haben wir nämlich endlich alles fertig. Dann kriegen wir... Na gut, das Stein wird nicht ganz reichen für die Umrandung noch.
Vielleicht fangen wir damit nächste Folge nochmal ein kleines Stückchen an. Dass wir das noch zu Ende machen. Dass wir wirklich hier die Plattform bis hinter noch fertig kriegen und dann ist erstmal alles soweit finito. Und dann können wir uns wirklich auch endlich auf den Weg zum Knochenwanst machen. Ich bin echt mal gespannt, wie es jetzt laufen wird. Was ist denn hier passiert? Hatte ich das nicht letzte Folge schon gearbeitet? Oder kurz nach der Folge, weil ich glaube, ein bisschen hatte ich noch weitergemacht. So, jetzt sieht's gut aus. Platte. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie viel Schaden wir jetzt dem Knochenwanst mit einem Schlag machen. Also wir müssten ja wirklich Minimum das Dreifache von dem machen, was wir vorher gemacht haben. Sonst werden wir eben immer noch nicht schaffen. Aber na gut, wir haben halt auch echt viel Rüstung jetzt noch dazu gekriegt. Durch die ganzen Upgrades und hier Stufe 4, 73 Hauenwert, das ist schon eine Hausnummer. Ich hatte auch überlegt, dass es ja auch mal noch etwas grüner werden muss. Ob wir vielleicht, also wir können ja Buche und sowas, haben wir ja glaube ich Samen. Hier vielleicht so ein Steinviereck bauen, so mit so Platten vielleicht ein bisschen so halb in den Boden gesetzt, ähnlich wie beim Beet. Bisschen Erde rein. Wir können keine Erde reinmachen. Und dann können wir hier nur welche rausbauen. Na gut, wir können rausbauen und erhöhen. Doch, das geht. Und uns hier irgendwo ein schönes Bäumlein mit reinsetzen. Wäre ja auch eine Idee. Komm, jetzt reich bitte. Perfekt. Oh genau, auf den letzten Stein. Wir haben schon mal den Boden fertig. Das ist sehr cool. Dann schaffen wir das jetzt die Folge leider nicht mehr ganz, weil dann müssten wir vorher noch Stein sammeln. Das werde ich heute mal noch nebenbei machen. Und dann können wir nächste Folge den Rest noch bauen. Sammeln unser ganzes Zeug schon mal ein, was wir brauchen für den Kampf. Und erledigen den Guten dann endlich mal. Ich bin auch echt gespannt über Silber. Da wird wohl, glaube ich, noch eine ganze Menge dazukommen. Was wir damit bauen können. Bin auch mal gespannt, ob Stufe 1 Silberrüstung oder Silberstreitkolben stärker ist als das Stufe 4 Eisenzeug, was wir jetzt haben. Oder ob wir es halt auch erst höher stufen müssen, damit es wieder gleichwertig wird. Mal gucken, vielleicht ist es auch gleichwertig und erst auf Stufe 2 dann etwas stärker. Ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, ich habe auch tatsächlich relativ viel Lust aufs Gebirge. Auch wenn wir da jetzt schon leider einmal gestorben sind. Aber okay, die Wölfe waren halt auch fies. Also generell, die Drachen sind eigentlich ganz okay. Beim Steingolem hatten wir ja den netten Tipp in den Kommentaren, dass wir da die Spitzhacke nehmen sollen. Vielleicht wird er damit auch einfacher, obwohl der ehrlich gesagt jetzt nicht die große Herausforderung war. Aber wir sind hier auf jeden Fall viel, viel höher, als wir es da drüben sind. Das werde ich nochmal bearbeiten irgendwann. So, und hier müssen wir die Schmiede gleich wieder mitnehmen. Und setzen das Ganze hier noch fort. Ja, der Steingolem war jetzt wirklich nicht das große Problem. Die Drachen halt, muss man bloß rechtzeitig entdecken, dass man von denen nicht direkt so einen Eisschuss an den Kopf kriegt. Aber mit dem Met des Frostwiderstands ist das an sich auch machbar. Wir werden dann überall mal noch ein paar mehr von den Objektständern bauen. Dann können wir überall mal ein bisschen was loswerden. Was ich noch überlegt habe, wir nehmen den mal kurz weg hier. Kam er direkt zu uns geflogen. Kann ich da eigentlich alles dran werfen? Kann ich da jetzt auch sagen, ich will da eine Möhre hängen haben? Nee, geht nicht. Ein Hammer? Hammer geht. Okay. Jetzt auch so ein Streitkolben. Na gut, ein bisschen ungünstig platziert. Aber könnte man prinzipiell auch was draus basteln? So Schild und sowas kann man echt alles dranhängen, ja? Ist natürlich cool. Wirkt jetzt alles etwas klein gerade noch, aber eventuell können wir auch so ein bisschen unsere Waffenkiste, eine Rüstungskiste, etwas entleeren, weil die wird früher oder später voll sein. Wenn wir uns das einfach alles irgendwo hinhängen, vielleicht machen wir dazu oben
um den Raum. Ich habe eh schon überlegt, was wir damit machen, weil Bett und alles kommt ja raus. Dafür soll das Haupthaus mal werden, aber irgendwas muss ja hier oben noch mit rein. Vielleicht hängen wir hier die ganzen Wände voll mit Schilden und Schwertern. Kann ich mir prinzipiell ganz gut vorstellen. So, ganz schnell den hier wieder ran. Der wirkt halt einfach noch am besten, weil der so groß ist. Und dann mal schauen, aber es müsste, glaube ich, reichen mit dem Kupfer, was noch vorne liegt, obwohl wir haben jetzt schon ein bisschen mitgenommen. Jetzt habe ich kein Holz. Das gibt's doch nicht. Irgendwo hier vorne müssten noch 25 liegen. Da sind sie. Jetzt müsste es aber einen Regenbogen geben. Wo, in dem Moment hört es auf mit Regnen. Na, wenigstens mal wieder gutes Wetter. Die Welt sieht einfach so viel schöner aus hier, wenn gutes Wetter ist. Aber leider regnet es in letzter Zeit echt oft. Und auch beim Sammeln von Pilzen und alles, was ich so in letzter Zeit nochmal nebenbei gesammelt habe, ist mir wirklich aufgefallen. Also irgendwie wurden die Trolle gepatcht. Da sind viel, viel mehr unterwegs. Ich kann kaum noch 3 Minuten draußen rumlaufen, ohne dass ich einen Troll an der Backe habe. Das war früher auf jeden Fall nicht so. So, jetzt sind wir out of hearts. Ja, wird uns natürlich viel Harz kosten, aber wird schon gehen. Ach komm, eigentlich kriegen wir noch hin. Der Radius ist halt echt so klein, ne? Wenn du überlegst, die steht dort. Die paar Meter, die uns das Spiel da gerade mal lässt. Hä? Na, wo ist es denn jetzt hin? Ach, es war gar keine Schmiede. Bin auch doof. Habe erstmal schön die Werkbank weggerissen. So, jetzt aber. Und nochmal schnell hier drüben hin. Jetzt, ach man, irgendwas fehlt immer, ne? Ist halt auch echt fies, weil Kupfer braucht so viel Gewicht. Oder wiegt halt so viel. Oh, oh. Oh, hier liegt auch gar nichts mehr. Haben wir jetzt echt alles verbraucht? Weil Kohle ist noch drin. Hier war bloß noch das Schwarzmetall. Wahnsinn. Ich hatte doch in der Kiste schon 70 und hier hatten wir jetzt nochmal 17, glaube ich. Wir haben jetzt echt fast 90 so einen Dinger verballert. 90 Kupfer. Nee, gut, dann schaffen wir das leider doch nicht mehr, die Folge. Tut mir sehr, sehr leid. Ich dachte, es reicht. Aber wohl leider nicht ganz. Naja, wir gucken nochmal, vielleicht haben wir doch noch irgendwo Stein rumliegen. Und guck mal, einen Kupfer haben wir noch, das bringt uns aber gar nichts. Nee, dann lasst uns das bloß mal noch in die richtige Truhe packen. Aber wir haben noch ganze 14 Steine. Da können wir noch 2 so eine Säulen bauen. Ich habe die halt hier ein bisschen tiefer gesetzt, als die eigentlich wären. Normalerweise, ihr seht, stehen die halt ein bisschen höher. Aus dem Grund muss ich die immer aneinander reihen. Wenn man natürlich dann bloß noch so wenig Stein hat, ist das nicht ganz so praktisch. So, wir hatten jetzt 1, 2, 3, 4, also eine noch. Zack, dann haben wir Nummer 5. Und dann können wir das noch oben drauf setzen und dann brauchen wir hier die Bögen. Einen kriegen wir noch hin. Ah, da war der World Safe. Und für den Rest müssen wir da mal Steine sammeln. So, wir machen an der Stelle mal Schluss. Wir sind, glaube ich, 30 Sekunden unter den 20 Minuten. Aber wie gesagt, ich habe es leider ein bisschen eilig heute. Ich wollte die Folge auch erst nicht heute Abend aufnehmen, weil dann mit dem Upload aktuell und der Uploadzeit bei YouTube wäre die Folge dann erst irgendwann um 9 gekommen und das wollte ich auch nicht. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen morgen hier die restlichen Bauarbeiten fertig und dann geht's auf zum Knochenwanst. Bis dahin, macht's gut.